Donnerstagabend. Ich begrüße auch heute wieder ganz herzlich in unserem ORF-Wahlstudio zu den Konfrontationen der Spitzenkandidaten und der Kandidatin vor der Nationalratswahl. Gemeinsam mit Ihnen zählen wir die Tage bis zur Wahl. 17 sind es noch. Und dann entscheiden Sie, wem Sie Ihre Stimme geben wollen. Das Ziel der TV-Duelle ist es, dass Sie sich ein Bild der Programme und Vorhaben der jeweiligen Parteien machen können. Inhaltlich orientieren wir uns an den Hauptsorgen der Menschen in Österreich. Und dazu darf ich jetzt bei mir im Studio SPÖ-Chef Andreas Babler begrüßen. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und ÖVP-Chef Karl Nehammer, danke fürs Kommen. Guten Abend. Ja, und was jetzt kommt, das wissen Sie schon. Wir schauen uns zu Beginn an, wo denn die größten Unterschiede und vielleicht auch Gemeinsamkeiten zwischen Andreas Babler und Karl Nehammer liegen. Heute nehmen Karl Nehammer und Andreas Babler auf der rot-weiß-roten Beziehungscouch Platz. Ein Bundeskanzler, der es bleiben, und einer, der es werden will. Die Zeichen stehen also eher auf Konfrontation als auf Harmonie. Nehammer vergiftet und spaltet das Land. Er haut hin auf die Leute, die jeden Tag schwer arbeiten, sich um ihre Kinder kümmern und sich trotzdem wenig bis nichts leisten können. Es dürfte ja jeder in offensichtlich seiner Wirklichkeit leben. Also es gibt die SPÖ-Wirklichkeit und es gibt die reale Wirklichkeit. Es ist eine Verarschung. So bin ich nicht und so sind wir nicht. Zwischen Karl Nehammer und Andreas Babler fliegen die Fetzen. Dabei können sie sehr wohl zusammenarbeiten. Als Karl Nehammer noch Innenminister war, hat er eigentlich sehr gut mit Andreas Babler gearbeitet, der damals als Bürgermeister von Dreiskirchen in der Flüchtlingsfrage viel mit ihm zu tun hat. Es ist allerdings schon so, dass es eine große historische Antipathie zwischen beiden Parteien gibt. Das sehen auch die Wählerinnen und Wähler so. Ja, grundsätzlich habe ich mir da mehr erwartet vom Herrn Babler. Bin ja ein bisschen enttäuscht eigentlich und schade, dass die SPÖ eben leider nicht wirklich so aufhört, wie sie aufhören sollte. Ja, für mich ist er sehr bodenständig, war in Dreiskirchen sehr erfolgreich. Ich gehe mal runter. Ja, und mir ist er sympathisch einfach. Im Gegensatz zu anderen. Also eigentlich Nehammer Dreischau, eigentlich einiges zu. Es ist ein gestandenes Mannsbild, aber irgendwie fällt mir so die Perspektive, dass ich sage, ich fühle mich jetzt als Selbstständiger gut aufgehoben. Wie gewirtschaftet werden soll, da werden sich die beiden wohl nicht so schnell einig. Die SPÖ will, dass alle gut abgesichert sind. Für die ÖVP steht Leistung im Vordergrund. Ich mache Business. Wir haben eine Politik der ÖVP dominiert, sehr stark im Sozialabbau der letzten Jahre und Jahrzehnte mit der FPÖ gemeinsam, die einfach für ihre Leute Politik gemacht haben. Das ist der große Unterschied zwischen uns und den Linken. Die denken zentralistisch, die denken im Kollektiv, die denken immer, sie wissen alles besser für die Menschen. Und wir sagen, Eigenverantwortung bedeutet Freiheit auch in der Lebenswahl, in der Entscheidung. Wie sage ich das? Die haben das Gespür verloren. Gibt es irgendetwas, das die beiden zusammenbringen könnte? Sie betonen beide, dass sie ganz gut miteinander können. Also werden sie heute wahrscheinlich im Duell auch einigermaßen zivilisiert miteinander umgehen. Also ich glaube, dass die persönliche Basis zwischen Karl Nehammer und Andreas Babler nicht dafür ausreicht, dass beide tatsächlich als Koalitionsspitzen in einer Regierung sitzen. Das zeigt den Anspruch der ÖVP, durchraschen lassen, auf die Leitpfeifen, Standardpolitik hinmachen in Österreich, alle Menschen respektlos zu behandeln, aber das Binnen-Ihm ist man bekämpfen. Ich scheue mich nicht, Ihrer Polemik zu kontern, denn Polemik hilft in einer Phase der Krise überhaupt nicht. Mit keiner einzigen Wortmeldung von Ihrer Seite lösen Sie Probleme der Menschen. Ganz im Gegenteil, wir erleben Panikmache, Hysterie. Kann aus einem Streit eine gute Diskussion werden? Vielleicht heute. Ein Satz, den wir gerade gehört haben, der fasst wohl gleich zu Beginn ganz gut zusammen, was wir heute sehen werden. Einen Bundeskanzler, der es bleiben und einen Parteichef, der es werden will. Wir haben auch gehört, dass sie ideologisch weit auseinander liegen und wir kommen zu den inhaltlichen Punkten. Ich würde nur zu Beginn ein bisschen noch die Atmosphäre auch abklopfen, Herr Nehammer. Da schaue ich direkt nach Tirol, wo ÖVP-Landeshauptmann Mattle und sein Stellvertreter Dornauer gesagt haben, sie sind für eine ÖVP-SPÖ-Koalition im Bund. Sie werben dafür und auch eine Unique-Research-Befragung für das Nachrichtenmagazin
Magazin Profil, zeigt, dass die Zustimmung für eine Koalition aus Ihnen beiden mit Grünen oder Neos deutlich höher ist als für eine ÖVP-FPÖ-Koalition. Und nachdem Sie eine Zusammenarbeit mit FPÖ-Chef Kickl so vehement ausschließen, muss ich Sie fragen, steht da jetzt Ihr Koalitionspartner vor Ihnen? Ja, zunächst einmal gilt diese Frage, und das ist das Entscheidende dabei, den Wählerinnen und Wählern am 29. September. Denn die treffen tatsächlich die Entscheidung. Mein Ziel ist es, den Auftrag zu erhalten, auch weiterhin die Regierung anzuführen, eine breite Koalition auch zu bilden im Sinne dessen, dass es eine stabile Mehrheit im Parlament gibt, damit wir die Zukunftsfragen tatsächlich auch lösen können, die sich stellen. Aber entscheidend tut das die Wählerinnen und Wähler und nicht irgendwelche Interpretationen oder Wunschvorstellungen. Das macht natürlich Sinn. Allerdings muss man sagen, wenn Sie jetzt FPÖ-Chef Herbert Kickl ausschließen und man nicht davon ausgehen kann, dass er sich zurückzieht, dann führt ja wohl kaum ein Weg an Andreas Babler vorbei. Oder wie soll das aussehen? Aber das habe ich gar nicht gesagt, sondern das Entscheidende ist jetzt, wir werben jetzt um die besseren Ideen. Wir versuchen, alle wahlwerbenden Parteien den Auftrag der Wählerin und des Wählers zu erhalten. Und ich finde, der Respekt auch vor dieser Entscheidung am 29. September gebietet einfach, diese Entscheidung abzuwarten. Dann sieht man, welche Mehrheitsverhältnisse sich ausgehen. Ich habe gesagt, wofür ich stehe und wofür ich nicht stehe. Das habe ich mehr als klar gemacht. Daher wird man nachher sehen, wie tatsächlich dann mögliche Konstellationen ausschauen können, um, und das ist das Allerwichtigste in dieser Frage, eine tragfähige Mehrheit im Parlament zu haben, um dann eben die wichtigen Themen, die uns alle beschäftigen, wie geht es weiter im Wirtschaftsstandort Österreich, wie behalten wir die Wettbewerbsfähigkeit, Investitionen, wie geht uns das im Bildungssystem weiter und all diese Themen, brauchen aber eine stabile Mehrheit im Parlament, denn ohne die gibt es keine Gesetzesbeschlüsse. Aber FPÖ-Chef Kickl, schließen Sie aus? So wie immer schon jetzt auch mehrfach ja betont. Das heißt, Sie gehen davon aus, dass er sich vielleicht dann nach der Wahl zurückzieht oder... Ansonsten ging es mit der FPÖ. Das ist nicht meine Angelegenheit. Wie gesagt, ich habe mich ganz klar geäußert, was mir wichtig ist, mit wem es mir nicht möglich ist, zusammenzuarbeiten. Ich glaube, dazu ist alles gesagt. Herr Babler, Sie sagen, dass Sie Karl Nehammer hier nicht glauben in diesem Punkt? Ja. Und ich glaube, niemand glaubt hier. Aber dann ist er trotzdem Ihr Wunsch-Koalitionspartner? Nein, im Gegenteil. Ich glaube, das, was wir gehört haben in den letzten Monaten, in den letzten Wochen von Karl Nehammer war, dass er eigentlich mit der FPÖ bereit ist, eine Koalition zu machen. Das reduziert es auf eine Person, das ist Herbert Kickl. Und ich sage Ihnen mit aller Deutlichkeit, die FPÖ ist die FPÖ in ihrer Gesamtpartei. Wie kann man ausblenden, was die FPÖ in den letzten Jahren, letzten Monaten einfach auch geliefert hat, auch was sie in Frage stellt an demokratischen Grundprinzipien, mit wem sie sich trifft in manchen Kellern, mit Staatsumstürzlern, dass sie mit der extremen Rechten nicht nur sozusagen sympathisiert, sondern aktiver Teil ist. Wir haben hunderte Listen von Menschen, die Hitlerbilder als FPÖ-Funktionäre durch die Chat schicken und vieles andere. Da ist kein Spaß zu machen. Und ja, das sage ich Ihnen als Demokrat, und da braucht es ein bisschen Haltung. Nicht machtpolitische, taktische Überlegungen. Mit der FPÖ ist kein demokratischer Staat zu machen, so wie wir ihn verstehen. Und ich habe da schon eine Tradition, auch den nachfolgenden Generationen eine Verpflichtung, dass ich alles tun werde, um diese demokratische Republik Österreich als Patriot, aber vor allem als aufrechter Demokrat zu schützen. Und da muss man wissen, was die FPÖ ist. Und jeder sieht es. Jeder kann es nachvollziehen. Und damit muss eine andere Mehrheit in diesem Land möglich sein. Gut, dann ist die FPÖ für Sie natürlich also raus, aber dann steht hier Ihr Koalitionspartner vor Ihnen, oder? Nein, ich bin genauso wie der Karl Nehammer, dass ich sage, wir müssen stabile Mehrheiten in diesem Land schaffen. Es gibt eine Menge von Möglichkeiten, die sie ausgehen. 75% fürchten sie vor der FPÖ und Herbert Kickl, das ist stabile Mehrheit in diesem Land. Und je nach Wahlergebnis von Wählerinnen und Wählern werden wir dann am 29. alle miteinander bewerten können. Ich mag stabil regieren, ich habe ein ganz anderes Politikkonzept und ein Politikverständnis. Ich mag wegkommen von all dem, was wir erlebt haben in den letzten Jahren, von den Chatnachrichten und Politik als Spiel zu begreifen. Sie Macht aufzuteilen, Statussymbol, sondern ganz einfach einmal Politik aus Sicht sozusagen jeder einzelnen Lebensrealität aus der Mitte der Gesellschaft herauszudenken. Das ist neu, aber das ist mein Auftrag. Und bewerten da mal dann, was man demokratische Mehrheiten auch im Parlament. Dann kann man vielleicht an der Stelle festhalten, die Koalition ist möglich. Spannend ist dabei, dass Sie beide ja schon Koalitionsbedingungen auch gestellt haben. Die würde ich gerne ein bisschen abklopfen. Herr Babler, Sie haben im Mai 23 gesagt, dass Sie, wenn Sie Parteivorsitzender werden, was Sie ja dann geworden sind, eine Vermögensbesteuerung zur Koalitionsbedingung machen werden. Im TV-Duell mit Werner Kogler haben Sie dann kein klares Ja dafür gefunden. Also könnten Sie davon abrücken?
Nein, es führt kein Weg vorbei, ehrlich gesagt. Wenn man das Leben der Menschen in diesem Land verbessern will, wenn man die Bedingungen verbessern, dass es endlich leichter wird, dass man sozusagen die Spätfolgen dieses Durchrauschens der Teuerung nicht ein zweites Mal denselben Menschen zahlen lässt, dann braucht es eine gerechte Form von einer Vermögensbesteuerung der Superreichsten. Es wird keinen Mittelstand treffen, es wird keinen kleinen und mittleren Unternehmer treffen. Es werden 98% davon profitieren, dass sie nicht zahlen müssen in Zukunft, wenn sie zu einem Arzt gehen, dass sie gute Bildungssysteme haben, dass die Pädagoginnen da sind in diesem Land und dass man auch sozusagen leistbaren Wohnraum machen kann. Das heißt, die SPÖ gibt es nur mit Vermögenssteuer? Ja, was ist die Alternative? Schauen wir mal nach. Wer soll es bezahlen? Also, ich kenne schon die Vorschläge aus dem Wirtschaftsprogramm. Dort sieht man, wer es nicht bezahlen soll, nämlich die Superreichsten. Und ich mag einmal nachdenken. Wir haben Menschen in dem Land, die man immer wieder trifft und die ich persönlich kenne. Die haben 1.700 Euro als Kindergartenhelferin Vollzeit. Die kann es wohl nicht sein, die diese Aufgaben und unsere beide Programme brauchen ja Geld, brauchen Investitionskapital, aber die wird es halt nicht sein. Aber ich darf festhalten, die Vermögensbesteuerung, die fordern Sie. Herr Nehammer, Ihr Budgetsprecher hat gestern in einer Aussendung geschrieben, die Wiedereinführung der Vermögenssteuer würde dem Wirtschaftsstandort Österreich erheblichen Schaden zufügen. Gleichzeitig, wieder Tirol, spricht der ÖVP-Gewerkschafter, der Tiroler Arbeiterkammerpräsident Erwin Zangerl, sich dafür aus, dass man offen und ehrlich über Vermögenssteuern diskutiert. Also gibt es da doch einen Spielraum? Also zum einen ist ja die Diskussion noch nicht ganz abgeschlossen in der SPÖ, denn die Präsidentin Burres spricht wieder ganz anders als der Vorsitzende Babler zu dem Thema Vermögens- und Erbschaftssteuer in der Frage der Koalitionsbedingung. Das, was ich glaube, was notwendig ist und richtig und wichtig ist zu tun, ist, offen diskutieren kann man über alles, nur man muss über Sinnvolles aus meiner Sicht weiter nachdenken. Vermögens- und Erbschaftssteuern sind aus gutem Grund abgeschafft worden in Österreich, weil sie nicht effizient waren, weil sie zu wenig Einnahmen gebracht haben. Es war übrigens auch ein sozialdemokratischer Finanzminister dabei, der das auch wieder einerseits abgeschafft hat und vor allem nicht wieder eingeführt hat, auch in der Zeit damals der großen Koalitionen. Was wir brauchen, sind nicht mehr Steuern, sondern wir brauchen weiter Entlastung. Und gerade das Beispiel, das Sie von der Kindergärtnerin, also von der Kindergartenpädagogin angesprochen haben, ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiges. Denn wir haben in allen Steuerreformen gerade diese Einkommensstufe besonders entlastet, bei der ökosozialen Steuerreform. Jetzt mit der Abschaffung der kalten Progression, den schleichenden Lohnfraß. Also das Ziel eint uns in dieser Frage, die Menschen zu entlasten. Aber was wir nicht machen dürfen, ist, wir dürfen nicht den Wirtschaftsstandort Österreich gefährden. Wir brauchen Investitionen in unser Land. Und was bleibt? Bei Vermögensteuern zeichnet sich folgendes Bild. Die Vermögensteuern bleiben, das Vermögen wandert ab und dann haben die Menschen die Steuern. Und da finde ich schon, dass Ehrlichkeit geboten ist, Herr Babler. Weil was bedeutet dann, wenn Sie von der Vermögensteuer etwas haben wollen? Das heißt, natürlich wird es dann eine Massensteuer. Die Arbeiterkammer hat andere Höhen genannt. Ich glaube, die war bei 500.000 Euro. Der ÖGB war schon bei 300.000 Euro. Also jeder geht einen anderen Grenzwert ansetzen und heißt aber, es geht direkt in das Eigentum der Menschen, die dafür hart gearbeitet haben, die es auch unter Umständen weitergeben wollen. Deswegen hat man ja diese sinnlosen Steuern abgeschafft. Was es braucht, ist eher ein Anreiz, dass in Österreich investiert wird, dass man Rahmenbedingungen setzt, dass Wirtschaft wachsen kann, dass Arbeitsplätze geschaffen werden. Ich glaube, auch dieses Ziel eint uns, damit wir tatsächlich auch den solidarischen Wohlfahrtsstaat finanzieren können. Aber das geht nicht durch neue Steuern, sondern das geht durch Entlastung sowohl von Unternehmerinnen und Unternehmern, Bäuerinnen und Bauern und genauso wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wir müssen endlich raus aus dieser Dogmatik und Diktion der 30er Jahre. Ich weiß, Sie sind auch einer, der ja den Marxismus gerne sozusagen auch erwähnt. Aber ich glaube, diese alten Konzepte sind tatsächlich ja gescheitert und funktionieren auch nicht. Und dieses Ausspielen von Bevölkerungsgruppen, da der gute Unternehmer, da der böse Unternehmer von Seiten der SPÖ und da der arme Arbeitnehmer, das ist keine Realität mehr. Unternehmen arbeiten zusammen mit ihren Arbeitskräften und wir brauchen eben gemeinsame Lösungen. Wie schaffen wir es, dass weiter investiert wird, dass Wirtschaft wächst, dass der Kuchen größer wird und nicht kleiner wird, von dem wir alle reden, wenn er verteilt wird. Und dafür braucht es also eben innovative Ideen und keine Rezepte. Besteuerung, nein, aber ist es nicht ganz klein der SPÖ? Die Haltung zur Vermögensbesteuerung? Ein politischen Grundsatz und Geschichtsunterricht von Karl Nehammer, der anscheinend nicht weiß, warum diese Steuern damals eigentlich einen Reparaturauftrag bekommen haben, nur ist er nicht repariert worden, weil die ÖVP das verhindert hat. Das ist die Geschichte dazu. Wenn man schon und Geschichte zitiert, dann muss man differenzieren zwischen Erbschaftssteuer und Vermögenssteuer. Die eine ist vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben worden. Erzählen. Ja, und die andere ist vom roten damals sozialdemokratischen Finanzminister Latziner abgeschafft worden wegen Ineffizienz. Also wenn man schon Geschichte zitiert, es hat was mit Entensteuerungen zu tun und das hat was mit ungleichen Einheitswerten zu tun. Aber wie gesagt, kann ich Ihnen gerne mal erklären, wie das so ist. Aber nachdenken, ich mag einmal diese Respektlosigkeit jetzt zum Vorschein bringen.
Wir sprechen jetzt, und ich verstehe das schon, dass viele Menschen echt manchmal angewidert sind, dass man sich herstellt und sagt, na, wir sind eh super, wir haben genau die Kindergartenhelferin entlastet. Und jetzt nehmen wir alle Kindergartenhelferinnen mit rein in das Studio. Die 1700, denen will man sagen, dass man eh alles super gemacht hat, dass sie wahnsinnig gut entlastet ist, die jetzt schaut, wie sie mit ihrer Wohnung durchkommt, die jetzt schaut, wie sie ihre Lebensmittel einkaufen kann, die jetzt überlegen muss, wie sie sich ihre Energiepreise leisten kann. Das ist die Art der Politik, die wir ablehnen. Sie dann hinzustellen und irgendein kleines Detail ansatzweise mit Ökosozialen und irgendwas als Phrase zu beschreiben. Aber in Wahrheit braucht man nur draußen fragen, ob die Menschen das Gefühl haben, dass sie jetzt dann besser dran sind als vor der Krise, ob sie gut behandelt worden sind von der Politik. Und ich kann Ihnen die Antwort geben, der Menschen in diesem Land, nein. Die Teuerung ist durchgerauscht, wir haben ein Problem, es ist respektlos, was da passiert. Und auch zu der Ungleichbehandlung. Wir haben 5 Familien in diesem Land, 5 einzelne Familien, die besitzen so viel Vermögen wie die Hälfte der gesamten Bevölkerung. Wir haben einfach eine ungleiche Belastung. Und gleichzeitig wissen wir, dass die Reichsten, wenn man sich anschaut, die Steuerabgabenquote, dass sie einfach 20% pro Euro zahlen und der Arbeitnehmer im Durchschnitt im Median 40%. Und das ist die Ungleichgewichtung. Und das ist das System, das die ÖVP und Karl Nehammer verteidigen wird. Sie wird weiterhin die Superreichsten schützen, sie wird irgendwelche Fantasiezahlen herlegen. Unser Modell ist klar. 1,5 Millionen Freibetrag bei der Immobilie und 1 Million Freibetrag auf das Leben, sozusagen, was du an Vermögen gespart hast. Damit kommt kein Mittelstand rein. Wir greifen dort ein, wo Unvermögen einfach da ist, nämlich Unvermögen, dass man solidarisch in einer Gesellschaft einen Beitrag leistet. Dann lassen wir den Herrn Nehmer jetzt darauf noch replizieren und dann würde ich ganz gerne noch zu einer anderen Koalitionsbedingung kommen. Naja, zunächst einmal, ich glaube, Respekt ist immer ein ganz wichtiger Grundsatz, vor allem auch in der Diskussion und auch in der Haltung gegenüber den Meinungen. Ich lasse Ihnen Ihre Meinung und es ist, glaube ich, auch gut angetan, dass Sie meine annehmen, so wie ich sie darstelle, jetzt auch gerade nach bald 3 Jahren Erfahrung als Bundeskanzler in der Verantwortung für 9 Millionen Menschen. Und in schwierigen Krisenzeiten. Und das, was wir getan haben in dieser Zeit, das war immer der Ansatz, dass wir einen Maßnahmenmix machen, damit die Menschen unterschiedlicher Gehaltsstufen. Und Herr Babler, selbst das können Sie nicht leugnen. Die ökosoziale Steuerreform hat eine Einkommensteuertarifstufenreform gebracht, das von 42 auf 40, von 35 auf 30 und von 25 auf 20% gesenkt worden ist. Und meinen Österreich-Plan sehe ich sogar noch weiter eine Senkung vor, gerade im unteren Einkommenssegment, von 20 auf 15. Es gibt kaum eine Zeit, wo wir genau auf die Menschen geachtet haben, was wichtig ist und was auch richtig ist. Und ich bin ja ein christlich-sozialer. Also das Entscheidende ist ja vielleicht auch heute ein guter Moment, um auch Ideologieunterschiede zu sehen. Der Sozialismus geht immer aufs Kollektiv, geht immer auf Massenmaßnahmen. Und das christlich-soziale geht immer auf die Person, auf das Individuum. Das sind unterschiedliche Zugänge. Wir setzen auf Eigentum und nicht auf Plattenbau. Wir setzen auf Freiheit und nicht auf Abhängigkeit. Und bei der Abschaffung der kalten Progression, und das finde ich gar nicht zum Lachen, Herr Babler, bei der Abschaffung der kalten Progression, das ist der schleichende Lohnfraß, das war eine Forderung seit 40 Jahren, den haben wir umgesetzt. Und wissen Sie, was das bedeutet? Auch für die Kindergartenpädagogen, das ist nicht zum Lachen, da haben Sie völlig recht. Das Leben war hart genug. Und deswegen gab es ganz viele Transfermaßnahmen, die wir gesetzt haben, damit eben die Steuerung, die Steigerung der Kosten stemmbar sind. Aber dass ausgerechnet Sie als Sozialdemokrat sich jetzt hier herstellen, die in Wien seit 100 Jahren regieren, die höchsten Gebührenerhöhungen in der Zeit der Inflation, die höchsten Energiekosten in der Zeit der Inflation, bei de facto voll verstaatlichten Betrieben, also alles im Eigentum der Stadt Wien, sich herstellen und sozialdemokratisch geführt und sagen, Sie sind die Stimme für die Armen, dann mag das politische Propaganda sein. Ich sage, wir müssen den Menschen konkret helfen. Wir brauchen tatsächlich Entlastung, wir brauchen Anreize durch die Steuerreform und durch die Abschaffung des schleichenden Lohnfraß. Und selbst die können Sie nicht wegdiskutieren. Haben wir einen Schritt erreicht in die richtige Richtung? Und es braucht eben immer einen Maßnahmenmix. Und wir müssen endlich aufhören mit dieser 30er-Jahr-Rhetorik, Herr Babler. Österreich ist ein gutes Land. Richtige Richtung, Herr Babler. Wir haben das 5. höchste Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in der Europäischen Union. Ja. Und so, dieses ewige Horrorszenarien zeichnen hilft vor allem den Menschen nicht, die es gerade schwer haben. Was hilft? Der Punkt ist weiter entlasten, schauen, dass die Wirtschaft weiter investieren kann, dass es Arbeitsplätze gibt, dass wir Rahmenbedingungen schaffen, dass Leben leistbar ist. Herr Babler, eine Replik noch und dann schauen wir weiter zu einer anderen Koalitionsbedingung. Bitte. Völlig arg, was da alles daherkommt an Geschichten. Ich sage Ihnen was.
Ich finde die Abgehobenheit, die Sie haben, sie heute hierher zu stellen und sagen, Sie haben strukturelle Maßnahmen geschaffen, dass alles stemmbar ist. Ich spreche noch immer aus der Perspektive von Leistungsträgern. Grundsätzlich. Wollen Sie da einen Kasperl runterführen und irgendwelche Leute irgendwas absprechen? Es ist viel zu ernst, Herr Babler. Aber Sie sagen gerade, es gab keine Strukturreformen und wir haben die ökosoziale Steuerreform, die Sie gerade kritisiert haben, und die Abschaffung der Progression. Sie müssen sich entscheiden, haben wir jetzt Reformen gemacht oder nicht? Das ist das Entscheidende. Zu einer gewissen Diskussion gehört auch in einem Führungsstil dazu, dass man andere zu Wort kommen lässt. Und ich finde es unglaublich abgehoben, Sie heute hierher zu stellen und einfach zu sagen, wir haben Maßnahmen gesetzt. Das zeigt die Abgehobenheit auch der ÖVP, die Entfremdung der Lebensrealitäten. Ja, und das erzählen Sie jetzt an den Menschen, die uns jetzt zusagen, ob sie glauben, dass sie gut durch die Krise gekommen sind, mit der höchsten Inflation, 27 Monate lang in der Eurozone, mit 17 Monaten durchgängig steigender Arbeitslosigkeit, mit den schlechtesten Wirtschaftsdaten, mit den schlechtesten Wirtschaftsprognosen. Selbst das sagt nicht die Sozialdemokratie. Da können Sie noch ein paar Kampfbegriffe in den Raum hauen. Das finde ich ganz spannend. Zeigt ein bisschen, wo Sie stehen. Aber gleichzeitig sie daherzustellen und dann irgendeine Zahl zu nennen und sagen, wir sind super. Das sind die Wahrheiten, die Zahlen. Österreich Schlusslicht. Ich lasse es länger da. Er kennt diese Zahl eh, weil es ja auch Felbermayr. Ja, falsch. Felbermayr, der sich selber beraten hat und haben einer ihrer Berater gesagt, ist. Die Zahl schon selber ihr Berater dazu, dass ist. Bevölkerungswachstum in Österreich zugenommen haben. Sie sagen ja falsche Informationen. Es ist unangenehm. Es ist eine falsche Information. Darf ich nur sagen, das ist von der Agenda Austria. Das ist eigentlich eine sehr politisch brutale Lobby auf ihrer Seite. Sehr polemisch, denn sie preisen nicht ein, nur dass die Bevölkerung gewachsen ist. Weil die Zeit nicht reichen wird. Wirtschaftspartei.at ist online. Da kann man die Wirtschaftsbilanz der ÖVP, die Trauer nachlesen. Aber sie dann hin, hilft ja dann hinzustellen, der Felbermayr, kennen Sie, ist einer Ihrer Berater, der von fünf verlorenen Jahren spricht, wenn er über Sie spricht. Fünf verlorene Jahre der ÖVP, schlechteste Wirtschaftsdaten, schlechteste Prognosen, durchrauschen lassen der Teuerung, nicht wirksam in die Preise eingegriffen. Und ich kann Ihnen auch sagen, was Sie wieder versprechen werden und vieles andere. Das ist die Liste der Gipfel, die wir gehabt haben. 20 Gipfel haben Sie veranstaltet. 20 Gipfel, fast mehr als andere Bergsteiger vielleicht in Ihrem Leben gemacht haben. Rauskommen ist nichts. Es ist reine Show und Politik ist da kein Spiel mehr. Politik ist kein Kommunikationsspiel in diesen Fragen, dass wir heute nach wie vor, die Bilanz habe ich noch gesagt, 17 Monate durchgängig steigende Arbeitslosigkeit, 27 Monate die Inflation, Schlusslicht in der Eurozone und sie dann herzustellen und sagen, wir haben eigentlich den Menschen draußen geholfen, wo 50% die Sorge haben. Gestern der letzte Sozialreport, dass sie sich in Zukunft da die Wohnung leisten können. Und ich sage Ihnen auch was zu diesen 30er-Jahren, den Sie da gern provokativ reinhauen. Ja, ich bin schon gerne in die 30er-Jahre. Unterschied ist, Sie sind im letzten Jahrhundert und ich bin in 2030. Herr Nehammer, ich würde gerne die Teuerung eigentlich am Thema der Mieten festmachen. Aber vorher noch ganz kurz, weil Sie die Koalitionsbedingung des Messenger-Dienstes ja gestellt haben. Herr Babler, da haben Sie gesagt, Sie lehnen das nicht mehr kategorisch ab, wenn es eine verfassungskonforme Lösung gibt dafür. Wie schaut denn das genau aus in Ihren Augen? Ja, dass die ÖVP natürlich in der Regierung liefern muss natürlich. Und ich glaube, es gibt in der Politik ganz seriös auch Fragen, die man nicht schnell mit Ja und Nein. Es ist nicht immer alles schwarz und aber weiß. Aber was muss sie liefern beim Messenger-Dienst? Ja, dass wir Schutzmechanismen haben. Das ist, was das große Thema ist, ob es in den Grundrechten von Menschen, ob es zu einer plumpen Massenüberwachung wird oder nicht. Einmal ist sie schon zurückgewiesen worden, war ja schon mal eine Vorlage da, die hat nicht gehalten. Aber das jetzt heißt, muss die ÖVP einmal liefern, dann wäre es bewerten. Aber mir ist nur wichtig, es gibt Fragen, die sind nicht schwarz und weiß. Ich könnte in die Details gehen, wem die Firmen gehören, die man dazu braucht, was Spyware-Programme anbelangt, könnte man sich alles anschauen. Aber nachzudenken natürlich, dass man sorgsam abwägen muss. Ich bin dafür, dass wir Sicherheit haben. Wir haben ein Programm festgelegt, was Radikalisierung anbelangt, weil dort findet Radikalisierung fort im Internet. Er hat eine Mehrheit gefunden. Beispielsweise und mein Messenger wäre objektiv bewerten, wenn es einen Vorschlag gibt, logischerweise. Da wären Sie offen. Na gut, dann würde ich sagen, da machen wir direkt einen Punkt. Aber ich würde gerne schon darauf replizieren können, denn es sind zwei Dinge angesprochen worden. Wir sind noch immer in der Diskussion davor. Da möchten Sie noch mal replizieren. Da muss ich schon was dazu sagen. Da kommen wir nur am Ende nie raus. Nein, aber das ist wichtig, es trotzdem zu erwähnen, weil es einfach falsch ist. Faktum ist, die Inflation in Österreich geht. Sie ist derzeit bei 2,4%. Die Musterbeispielländer, die Sie oft genannt haben, die angeblich so viel besser waren als Österreich, haben jetzt eine höhere Inflation. Die Inflation geht in Österreich und die Kaufkraft ist gesteigert worden und bleibt. Und selbst den gleichen Franz Schellhorn, den Sie zitiert haben vorher in dieser Studie, die nicht eingepreist hat, dass wir ein höheres Bevölkerungswachstum haben, hat dazu gleichzeitig festgestellt, dass der Mittelstand in Österreich breiter, wohlhabender und älter geworden ist. Und genau das ist das Ziel. Was immer wieder verwechselt wird, ist, Gegenmaßnahmen gegen die Teuerung zu setzen
und dass das Gefühl der Menschen deshalb besser wird. Das kann nicht besser werden, Herr Babler, denn wenn Sie stetig hohe Preise sehen, dann sind Sie zwar froh darüber, dass auf der einen Seite auch mehr Geld bleibt durch die Abschaffung des schleichenden Lohnfraßes oder durch die Sozialpartnerschaft, die höhere Löhne erzielt hat in den Verhandlungen und die Abschaffung der kalten Progression des schleichenden Lohnfraßes dafür gesorgt hat, dass auch tatsächlich bleibt. Aber Sie sehen trotzdem die hohen Preise. Sie verwechseln ständig die eine und die andere Sache und Ursache und Wirkung. Also so viel zum Thema, die Inflation geht. Nein, das kann man so wohl so stehen lassen, weil die Inflation geht und die Kaufkraft ist gestiegen und bleibt. Und das sind die Maßnahmen, die Sie nachrechnen können, wenn Sie schon zum Fakt. Herr Babler, aber wirklich ganz kurz, damit wir zum Thema Wohnen kommen. Schleichende Lohnfraß, finden Sie das wenig? Finden Sie 7,5 Milliarden Menschen mehr für die Österreicherinnen und Österreicher? Wenn das Ihre Regierungsbilanz ist, dann ist es eh traurig genug. Ich weiß nicht, was Ihre Bilanz ist, weil Sie sind am Spielfeldrand und rufen rein und tragen keine Verantwortung. Aber weil wir über den Messenger-Dienst gesprochen haben, beim Messenger-Dienst, da entzieht sich die SPÖ der Verantwortung. Ich habe ihm repliziert auf die Inflation. Die Inflation geht, die Kaufkraft bleibt. Und der Messenger-Dienst ist ein gutes Beispiel. Blabla. Wissen Sie, wie lange schon der Vorschlag im Parlament liegt? Wissen Sie, wie eigentlich seltsam es ist, dass die Sozialdemokratie und auch andere Oppositionsparteien den staatlichen Institutionen der Polizei und der Justiz mehr misstrauen als der organisierten Kriminalität und den Terroristen? Sie gehen da jetzt leider das beide sehr weit weg. Das würde ich gerne machen. Aber und deswegen ist die Message, also man muss auch den Menschen erklären, was es ist. Die Messenger-Dienstüberwachung ist die verschlüsselte Kommunikation von Terroristen und organisierter Kriminalität, WhatsApp, Signal und Telegram. Und das ist für Sie eine Koalitionsbedingung? Es ist nicht nur für mich eine Koalitionsbedingung, es ist eine Sicherheitsbedingung für Österreich, dass Polizisten auf Augenhöhe gegen Terroristen und organisierte Kriminalität. Eine ganz kurze Replik, Herr Babler, weil ich würde wirklich gerne zum Thema Wohnen kommen. FPÖ und der Sicherheitsapparat, das ist die nächste traurige Bilanz. Warum wir heute so eine Bilanz haben, wer mit dabei war aus politischen Spielen, gegenseitig sozusagen den Sicherheitsapparat zu schwächen, das weiß eher jeder, der heute zuschaut, ist aber jetzt nicht mein Thema, sondern ich mag nochmal zurückkommen. Wenn man sich heute herstellt und sagt, ja, die Leute sind die gestiegenen Preise gewöhnt und deswegen wird keine andere Stimmung da sein. Sie sind ja völlig weg von der Rolle, muss ich nochmal sagen. Ich komme aus der Mitte der Gesellschaft, ich sage Ihnen was. Und ich weiß, was 60 Quadratmeter... Ja, kommen Sie mehr aus der Mitte der Gesellschaft als ich? Entschuldigung, Sie sind der Totengräber der politischen Mitte in diesem Land. Das ist ein schönes Wort von Ihrer Totengräber der politischen Mitte in diesem Land. Sie können nochmal rein, ich kann Ihnen sagen, wissen Sie was? Bei Mitte der Gesellschaft heißt, so wie ich meinen Job auch verstehe, dass ich weiß, was bei 60 Quadratmeter Mieten 200 Euro im Monat mehr heißt. Dass ich mir anschaue, dass es in anderen Ländern nicht so war, weil die Maßnahmen gemacht haben, weil sie bundesweit den Mietpreisdeckel durchgesetzt haben. Aber dann würde ich das jetzt ganz gerne aufgreifen, Herr Babler. Genau weiß, wie es ist, von Elternvereinsvertreter sprechen kommen. Sprechen wir über den Mietpreisdeckel. Jetzt reden wir über die vielen Menschen in diesem Land. Über das Wohnen sprechen. Und gleichzeitig, ich mag das nur mehr nachvollziehbar, was Mitte der Gesellschaft hast. Ja. Zu wissen, wenn manche Elternvereinsvertreter nicht auf dem Skikurs mitfahren können. Wenn man sich verzweifelt, wenn das Kind krank ist, ins Auto packt und Kilometer weit fahren muss, damit man einen Kinderarzttermin auf Kasse kriegt. Das ist aus der Mitte der Gesellschaft, so wie es ich verstehe. Und das sehen die Zuseherinnen Sie können sich so gerne nicht. Ein Bild machen, wer mehr aus der Mitte der Gesellschaft das kommt haben und wer Sie diese jetzt schon Mitte klar der Gesellschaft gemacht, aus den Lebensrealitäten gedacht verlassen. Aber da kann ich da muss ich Ihnen Kontrapunkt setzen, weil das wichtig ist. Wissen Sie, was ich jetzt tatsächlich interessant finde? Sie haben einen sozialdemokratischen Stadtrat, der tatsächlich sagt, das Weitergeben von Kindergewand ist absurd. Stimmt. Und das ist die Mitte der Gesellschaft, ist genau das, Herr Babler. Ich habe selber getragenes Kindergewand. Ich komme aus der Tauschbörsengeneration. Das war Ihr sozialdemokratischer Stadtrat in Wien, der das behauptet hat. Ich habe Ihren Widerspruch nicht gehört. Oder ein paar Chatprotokolle vorlesen. Sie argumentieren noch immer in der Aggression der Diskussion der 30er Jahre des letzten Jahres. Okay, ich halte fest, Sie sehen sich beide als Politiker der Mitte. Das kann man hier jetzt mal festhalten. Da die Guten, da die Bösen, das ist überholt und veraltet. Wanddebatte. Also. Kommen wir jetzt bitte zum Thema Wohnen. Herr Nehammer, Sie waren lange gegen einen Mietpreisdeckel, dann haben Sie den Deckel beschlossen. Und ich möchte deswegen an konkreten Themen festmachen, weil dann kann man auch mehr nachvollziehen, wo Ihre Positionen sind. Deswegen bleiben wir jetzt bitte beim Thema Wohnen. Das betrifft allerdings nur Kategoriemieten, Richtwertmieten und gemeinnützige Wohnungen, dieser Deckel, den Sie eingeführt haben. Und er gilt ab 2024. Jetzt waren aber die eklatanten Steigerungen, Preissteigerungen 2022, 2023. Ist das, was die Regierung gemacht hat? Wie Kritiker sagen, also zu wenig und kam es auch zu spät? Also es wird immer für Kritiker zu wenig sein. Das war sozusagen, was war geboten? Die Kaufkraft zu stärken der Menschen. Und wir haben immer einen Maßnahmenmix gesehen, denn die Länder, die nur auf, sozusagen auf Preisdeckel gegangen sind oder zum Beispiel Maschensteuern wie Mehrwertsteuer senken, haben jetzt riesige Budgetlöcher, eine riesige Staatsverschuldung und große Probleme. Und vor allem, sie haben keine, das sollte eigentlich dem Herrn Babler besonders wichtig sein, keine
geringere Armut. Und in Österreich ist in Europa-Statistik der Armutswert, Gott sei Dank, trotz der Krisen zwar noch immer zu hoch, aber gleich geblieben im Vergleich mit anderen europäischen Ländern. Die haben viel, viel mehr Armut in ihren Ländern. Warum ist das in Österreich gelungen, ihn stabil zu halten? Wir haben den gleichen Wert wie Christian Kerner, sozialdemokratischer Bundeskanzler, ohne Krisen. Warum konnte das gehalten werden? Weil es eben viele Gegensteuerungsmaßnahmen gibt. Und das, wofür ich plädiere, ist einfach eine redliche Beurteilung. Man kann ja unterschiedlicher Auffassung sein, was richtig war und was falsch war. Das Entscheidende ist, dass wir uns zu einem Maßnahmenmix entschieden haben, deswegen die Kombination. Und wir sind auch im Gleichklang gewesen mit den Wirtschaftsforschern, die vorher schon zitiert worden sind. Denn zunächst war mal die Empfehlung der Wirtschaftsforscher, die Menschen in dieser wirklichen Wucht der Teuerung aufgrund der Energiekrise vor 2 Jahren, das muss man sich mal vorstellen, das können wir ja gar nicht mehr uns sozusagen oftmals erinnern, war die größte Sorge der Menschen, ob es überhaupt genug Gas gibt, ob wir genug Strom produzieren können, welche Unsicherheiten da sozusagen tatsächlich uns alle umgeben haben. Wir haben die Gaskrise überwunden, die Energiekrise in der Teuerung war noch sozusagen nach wie vor da, aber wir haben es zumindest geschafft, die Versorgungssicherheit herzustellen. Und aus diesem Prozess heraus war die erste Expertise der Wirtschaftsforscher, gegen die Kostensteigerung den Menschen zu helfen. Das haben wir getan durch die einzelnen Steuerreformmaßnahmen, Abschaffung schleichender Lohnfraß plus Antiteuerungs- und Klimabonus, dann wurde uns vorgeworfen, es sei zu viel Gießkanne gewesen. Nur in diesem Fall stimmt das tatsächlich, aber wir wollten schnell helfen und schnelle Hilfe bedeutet eben nicht differenzieren zu können. Aber das war geboten und die Wirtschaftsforscher sind dann, weil dazu muss man auch redlich sein in der Beurteilung, warum ist die Inflation in Österreich so hoch, Herr Babler? Weil nämlich gleichzeitig auf der einen Seite die Teuerung gestiegen ist, aber auch der Tourismus wieder zurückgekommen ist in unser Land. Ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor für Österreich. Und der Tourismus, und das ist auch in der Statistik nachlesbar, einfach auch ein Inflationstreiber war dadurch. Aber auch eben die Mietpreise sind ein Inflationstreiber. Und deswegen war es dann notwendig, weil dann die Wirtschaftsforscher ihre Expertise auch verändert haben. Ja. Den Stromkostendeckel, den wir eingezogen haben, zu verlängern. Auch das ist ja ein Deckel, der hat viel Geld gekostet. Aber die Frage war, ob es zu spät war und zu wenig. Und auf der anderen Seite dann auch bei den Mietpreisen hineinzugehen. Weil die SPÖ, sie fordern auf Seite 15 ihres Wahlprogramms ein Aussetzen aller Mieterhöhungen bis 2026 und danach eine Deckelung. Dann dürfen die Mieten maximal 2% pro Jahr steigen. Sie wissen, da gibt es auch kritische Stimmen, die sagen, dass es so ein starker Eingriff ist, dass dann eben Vermieter keine neuen Wohnungen mehr errichten, dass Renovierungen dann nicht stattfinden, also dass es dann zu wenig Wohnraum gibt. Ist denn Ihr Programm hauptsächlich auf sozialen Wohnbau ausgelegt? Ja, logischerweise. Es ist ausgelegt auf leistbaren Wohnraum. Und das ist das Grundprinzip der Sozialdemokratie. Und ich mag noch einmal festhalten, all das, was Karl Nehammer am letzten Zipfel beschreibt in der Bilanz des Versagens, ist das, weil man nicht in die Preise eingegriffen hat. Dann hätte man auch ganz andere Inflationsentwicklung gehabt. Wenn man Gaspreisbremse gemacht hätten, die andere Länder gemacht haben, dann hätte die Industrie, die Wirtschaftstreibenden nicht gelitten, aber vor allem auch nicht die Privathaushalte. Man hat immer zu spät mit Einmalzahlungen Menschen angespeist, 11 Monate zu spät, wo das schon verpufft war. Aber das schafft ja nicht konjunkturell eine Möglichkeit für Menschen, dass sie einfach über die Runden kommen. Das wird hier völlig negiert. Dann werden sozusagen die Witze gemacht, ich kann mich erinnern, die Hysterie ist eben vorschwang gekommen, wäre mit Hysterie bezeichnet, wenn ich die Lebenssituation von Menschen beschreibe. Das trifft ja auch den Mittelstand, wenn man sich die Daten anschaut, dass der Mittelstand massiv gelitten hat unter dieser Politik der Teuerung, aber vor allem auch die Ärmsten. Und ich lasse nicht zu, und heute war wieder dieser Beginn da, dass man sich lustig macht über Tauschen. Und Quant. Ihr Stadtrat hat sich darüber lustig gemacht. Nein, da bleiben wir schon bei der Wahrheit, Herr Babler. Ihr Stadtrat hat es für absurd gefunden, dass Menschen untereinander Gewand tauschen. Ja, ja. Das ist keine Frage von sozialen Klassen. Und das ist genau die zynische Überheblichkeit, die Sie gerade anfangen. Soll ich jetzt anfangen und vorlesen, was ÖVP-Funktionäre über arme Leute sagen? Über den Pöbel. Und deswegen, wenn wir über die Mitte der Gesellschaft sprechen, bleiben wir einfach bei der Wirklichkeit. Und wenn Sie bei der Wirklichkeit Ebene beginnen, müssen Sie auch aushalten, dass ich in der ÖVP zitierte. Wenn Sie über die Mitte der Gesellschaft sprechen, dann sprechen Sie redlich darüber, Herr Babler. Ja, es ist jede Entlastungsmaßnahme, die gesetzt worden ist, die Valorisierung der Sozialleistungen um 10% erhöht, die Familienbeihilfe um 10% erhöht, das sind Steuerleistungen. Und wissen Sie, woher die kommt? Von Menschen, die arbeiten und diese Steuerleistungen liefern. Ihre Abgehobenheit, um mit einem Federstrich drüber zu gehen und zu sagen, es wurde den Menschen nichts gegeben,
die es brauchen. Das ist einfach eine Realitätsverdrehung und darauf weise ich hin. Und es braucht eine wirkliche Politik. Jetzt komme ich zu dem Punkt, wo Karl Nehammer dieselben Sätze das vierte Mal wiederholt, aber sie werden nicht wahrer dadurch. Sagt er mal, dass er einfach nicht mehr im Leben steht, was so eigentlich bei den Menschen momentan Thema ist. Leistbare Wohnen haben wir besprochen. Ich lasse nicht zu, dass man bei Kindern sozusagen dann über Tauschbörsen, ich komme selber aus einer Generation, die in Tauschbörsen Quant weitergegeben hat, gebrauchte Geschichten bekommen haben, das ist normal. Aber was dahinter steckt, wegzuwischen und das Hysterie zu beschreiben, wenn wir reden über 377.000 Kinder, Tendenz steigend, die armutsgefährdet, ausgrenzungsgefährdet oder schon in Armut sind. Und gleichzeitig jedes Mal diese Respektlosigkeit. Und die machen wir es jetzt nicht so. Wiederholen Sie immer wieder. Und es wird nicht wahr. Ich spreche jetzt zum ersten Mal über Kinder und ich verlange auch den Respekt hier auch stellvertretend für jedes Kind. Wir nehmen das Wort Respekt als Messer, als Waffe, aber nicht tatsächlich für die Menschen, die also davon betroffen sind. Also ich stehe jetzt hier stellvertretend für jedes Kind und Sie unterbrechen mit dreimal. Wäre Kinderrechte einfordern will. Sie machen parteipolitische Polemik betreiben, aber nicht einfach über die Menschen reden. Wenn Sie über die Menschen reden wollen, dann reden Sie davon, was wirklich getan wird. Sie wollen ihnen vorwerfen. Sie wollen Ihnen einen Burger austeilen. Ja, ich bringe das ja, auf den Niveau. Sie wollen Ihnen einen Burger austeilen. Sie machen über Kinder. Aber ich spreche um Kinderrechte. Mal schauen, dass wir rauskommen. Das ist doch das große Thema in diesem Land für hunderttausende Kinder. Das lasse ich da nicht zu. Respekt vor Arbeitnehmerinnen. Lohnzurückhaltung einzufordern in einer Zeit, wo man selber die Preise durchrauschen Herr Babler, wir machen ich bin jetzt froh, da noch dass alle mitkämpft haben, die Gewerkschafterinnen. Ich weiß, Sie beide, aber ich mag den Satz doch sagen. Aber Sie beide doch, konnten, ich wäre fünfmal unterbrochen und kann das Argument nicht machen für 4 Millionen unselbstständige Erwerbstätige. Punkt klar gemacht. Ich habe noch nicht einmal begonnen, weil Sie miteinander ja auch einmal sehr gut konnten. Und das ist interessant, nämlich als Sie Innenminister waren und Sie Bürgermeister von Dreiskirchen, was Sie ja auch immer noch sind, aber damals in der Flüchtlingskrise, da konnten Sie gut miteinander arbeiten. Das haben wir im Zuspieler gehört. Das weiß man ganz das generell. Das hat die Frau Theilhammer gesagt, ja. Ist das nicht so? Nein, wir haben miteinander natürlich professionell gearbeitet, aber man muss immer die Situation sehen. Ich würde nur gerne wissen, was ist dann passiert. Ich habe Aufgabenstellungen gehabt, die sozusagen immer resultiert haben aus dem Bundesministerium, sonst hätten wir ja gar nicht zusammenarbeiten müssen, wenn alles gut also funktioniert Sie waren hätte. Konstruktiv, natürlich, wenn es dann Aufgabenstellungen gegeben hat, in der Verantwortung der Innenminister jeweiligen, der schwarzen oder der blauen Innenminister, habe ich natürlich Kontakt gesucht und die Zusammenarbeit hat funktioniert, logischerweise. Und was ist dann passiert sozusagen? Also in der Thematik funktioniert. Aber ich sehe das gar nicht jetzt als Widerspruch des. Ich finde, zur Demokratie gehört ja auch eine lebhafte Diskussion. Und ich finde, es ist ein schöner Unterschied, eben auch sichtbar zwischen Sozialismus und christlich-sozialem Weltbild. Wir wollen die Menschen ermächtigen, ihr Leben zu gestalten. Uns geht es darum, wie denken wir darüber nach? Und das ist alles jetzt ganz im Rückblick, was wir heute gehört haben. Was ist mit dem Vorwärtsblick? Was bedeutet das für die Zukunft? Wie schaffen wir Wirtschaftswachstum, Forschungsinnovation? Mhm. Wie schaffen wir ein Land, das diesen Herausforderungen gerecht wird, den Menschen Perspektive gibt? Programm. Hat ja kein Programm dazu. Das ist das, also wie gesagt, ich lasse das jetzt mal auch beiseite stehen, diese Wahlkampfrhetorik, das ist doch das Entscheidende. Wenn wir sagen, und ich sage hier auch ganz klar, wir müssen eben Leistung wieder sichtbar machen. Leistung ist das, was so wichtig ist für den sozialen Zusammenhalt in einer Gesellschaft. Es ist genauso auch wichtig, weil Sie über das Thema Wohnen gesprochen haben. Was wir auch gestartet haben, ist die Wohnraumoffensive, nämlich das leistbare Wohnen im geförderten Wohnbau. Zum ersten Mal seit langem in der Geschichte 10.000 geförderte Eigentumswohnungen, 10.000 geförderte Mietwohnungen, 5.000 Wohnungen, die saniert werden im Bestand, damit eben der Wohnungsmarkt dynamischer wird. Aber nochmals, ich finde immer, der Faktencheck macht sicher. Ja. Die Stadt Wien, sozialdemokratisch geführt seit 100 Jahren, ist der größte Wohnungsbesitzer auch am Markt. Hat dramatisch die Gebühren erhöht in einer Zeit, wo es wirklich schwierig war für die Leute. Hat die höchste Mindestsicherung und führt dazu, dass es eine Leistungsungerechtigkeit gibt zwischen den Menschen, die arbeiten gehen, Steuern zahlen. Herr Babler, haben Sie jetzt genickt? Und dann auf der anderen Seite hier in Wien eine dermaßen hohe Mindestsicherung vorfinden, dann dass den, es dann... Dann ja, aber ich sage es nur fertig, weil ich finde das so interessant. Ich glaube einfach, wenn wir eben davon sprechen, tatsächlich leistbares Wohnen zu ermöglichen, dann soll man es tun. Da muss man Rahmenbedingungen schaffen. Da gibt es unterschiedliche Zugänge, das mag ja sein. Mhm. Aber das Entscheidende ist, dass leistbare Wohnen durch die Wohnbauoffensive, durch unsere Schritte, die Gebühren wegzunehmen beim Wohnungskauf, Eigentum wieder ins Zentrum stellen. Weil Eigentum bedeutet weniger Abhängigkeit, raus aus den Abhängigkeitsverhältnissen. Das ist eben der Unterschied zwischen Christlichkeit und Sozialismus. Gut. Also ich lasse jetzt die ideologische Radikalität im Wahlkampf ein bisschen mehr. Es ist eine radikale Ansage nach den anderen, auch von den Begrifflichkeiten, die sie verwenden. Ich mag nach vorne schauen, sozusagen, was kann ich machen, dass ich diese Fehler alle wieder ausbessern kann. Stadt Wien hat natürlich die günstigsten Mietpreise in Österreich. Leider nicht. Die Vorarlberger, die Tiroler Mindestsicherungsbeiträge sind höher, wenn man sich das anschaut, in vielen anderen Bereichen. Also ich glaube, die Zuseher sollen einfach bewerten, ob die Wohnungspolitik dieser Regierung gut war oder ob sie nicht gut war, wenn sie jetzt zu Hause
Hause vor dem Fernsehschirmen sitzen. Glaube ich, da brauchen nicht ich was dazu sagen. Da würde ich gerne die Menschen in diesem Land selber ihr Urteil machen, ob da alles gut gelaufen ist. Hat überhaupt keinen Sinn in diesen Fragen. Wir müssen für ihre schauen. Und mir geht es darum, was hat die Sozialdemokratie für Privileg? Nämlich, dass sie zusammendenken kann. Was Wirtschaftswachstum anbelangt, was Standortpolitik anbelangt, weil sie ja will, dass die Beschäftigten da sind, in der Region, ureigenste DNA, und gleichzeitig auch mit Erderhitzung zusammenkämpfen. Das ist das Thema der Zukunft. Deswegen habe ich ja die führenden Wissenschaftler auf meiner Seite, auch international, die sagen, wir brauchen eine Strategie, wie wir vorwärts kommen. Wir sehen die Aussichten, die sehr düster sind, wenn es Batterie-Recyclingwerke gibt, die alle in Deutschland und überall entstehen, und nur keins in Österreich. Und Sie wollen Armut bekämpfen. Und Nachteile, nein, ich mache eine solidarische Gesellschaft. Und ich sage Ihnen was, weil ich das jetzt schon zum dritten Mal gehört habe mit christlich-sozial. Glaubt ja kein Mensch mehr. Wenn ich mir anschaue, das Caritas-Programm in den Bereichen Pflege, Beschäftigung, Menschen mit Behinderungen, wenn man das anschaut, da gibt es 36 Seiten, dann werde ich feststellen, wenn ich unser Programm dazulege, dass wir fast deckungsgleich sind. Ich werde mir aber mit der Lupe suchen müssen, wenn ich Deckungsgleichheit mit der ÖVP in diesem Programm suche von der Caritas. Das sagt einmal, christlich-sozial, das ist nichts mehr. Und Ihre Religion ist jetzt Profit der Superreichsten beim Thema Sozialhilfe schützen. Das ist die neue Religion der ÖVP. Ich würde bei der Sozialhilfe gerne noch einhaken. Das ist bei Ihnen ein Bestandteil zur Armutsbekämpfung, die Sozialhilfe. Herr Nehammer, Sie fokussieren die Verhinderung von Sozialmissbrauch. Da steht in Ihrem Wahlprogramm auf Seite 192, volle Sozialleistungen soll es erst nach 5 Jahren regelmäßig im Aufenthalt in Österreich geben. Das würde dann für österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger gelten und für Asylberechtigte, weil beide Gruppen rechtlich gleichgestellt sind. Somit würden auch österreichische Staatsbürger also ihren Anspruch verlieren, wenn sie eine längere Zeit im Ausland sind, korrekt? Richtig. Ein niederösterreichisches Landesgesetz, das ja genauso geplant war oder genauso vorgesehen war, wurde aber 2018 vom Verfassungsgerichtshof gekippt. Was ist jetzt bei Ihnen Nein, anders? Nein, weil es zu wenig differenziert war. Wenn dann diese höchstgerichtliche Entscheidung so war, worum geht es? Zuwanderung ins Sozialsystem stoppen. Haben wir eine Herausforderung, dass österreichische Sozialhilfebezieher lange Zeit im Ausland sind? Nein. Das, was wir damit erreichen wollen, ist die Zuwanderung ins Sozialsystem stoppen. Das machen auch übrigens andere Länder. Gilt übrigens auch für EU-Staatsbürger. Diese Differenzierung gilt nur für Angehörige von Drittstaaten, was eigentlich surreal ist. Das heißt, es braucht hier tatsächlich eine Gerechtigkeit, die alle umfasst. Und was ist unser Anreiz? Weil das Gesetz würde ja auch vorsehen Ausnahmen. Worum geht's? Wir wollen denen helfen. Die wollen aber nicht können. Das ist Sozialhilfe. Und nur, dass Sie ein Beispiel noch sehen, was der große Unterschied ist zwischen Sozialdemokratie und sozialistischem Verständnis und christlich-sozialem, wie das gerade vorher besprochen worden ist. Demnächst im November feiern wir das Heilige Martinsfest. Bei sozialdemokratischen Kindergärten heißt es dann Sonne, Mond und Sternefest. Was das Interessante ist, man denkt dabei an den Heiligen Martin. Und was hat der Heilige Martin gemacht? Und das ist christlich-soziale Ideologie versus Sozialismus. Der Heilige Martin hat seinen Mantel geteilt, um dem Armen zu helfen. Aber da sind Sie jetzt und nicht Frage den Mantel eines Herr anderen. Nehmer. Nein, es gehört Doch, zusammen, weil die Sozialhilfe Frage sozialistisch Nein. gedacht und auch jetzt gerade, was wir vorher gehört haben, und Sie gestatten mir schon zu replizieren auf Aussagen meines Vorredners. Aber Sie haben nicht dann geantwortet muss ich auf die Frage. Eingehen. Was ist der Unterschied jetzt in dem Gesetz, das Sie vorschlagen? Bei dieser Wartefrist von 5 Jahren. Der Unterschied man darf ist, ja nicht dass es eben jetzt eben gar nicht differenziert zwischen österreichischen Staatsbürgern oder Migranten genau. oder EU-Bürgern in dem Aber Falle dann. Aber das sagt dann der Verfassungsgerichtshof, dass das nicht geht, weil sie ja österreichische Staatsbürger dann unterschiedlich behandeln. Die haben ja schon die österreichische Staatsbürgerschaft und sie sagen, wenn sie länger im Ausland sind und zurückkommen, bekommen sie keine Sozialhilfe. Nein, das ist eben nicht so. Wir haben es durch Europarechtsexperten klären lassen. Es ist möglich, das zu tun und vor allem schaffen andere Staaten auch innerhalb der Europäischen Union, die halten vor dem Europäischen Gerichtshof. Gut, Sie Was gehen ist davon das aus, wichtige dass das, Ziel? Dass das geht. Zuwanderung ins Sozialsystem stoppen, ermöglichen Zuwanderung in den Arbeitsmarkt. Aber es kann doch nicht sein, dass wir zulassen, dass wir einer der attraktivsten Staaten sind, weil unser Sozialsystem so ausgeprägt ist und übrigens auch Wien hier sozialdemokratisch geführt, besonders auch also wieder Sie gehen davon aus, dass das Weil dass wenn das der Herr Babler ja so viel über Armutsbekämpfung gesprochen hat, wissen Sie, wo die Armutsgefährdung Na, in österreichischen Bundesländern am höchsten ist? Dort, wo in am meisten Wien. Menschen wohnen. Ja. In Wien. Herr Babler, Trotz Sie, dieser hohen Sozialhilfe. Also das kann nicht die Arbeit sein, Herr Sie haben gesagt, die Sozialhilfe sein, Herr wollen Sie jetzt anders Naja, begreifen. Es ist immer dasselbe. Immer Unterstellungen. Sind keine Unterstellungen, also, Fakten. In roten Städten und Gemeinden gibt es Martins Na, Feste. Ich bin wahrscheinlich viel mehr mit dem Nikolaus oder als Nikolaus sogar in meiner Stadt, in meiner Geschichte viel mehr unterwegs. War lange Sternsänger und Ministrant. Und ich glaube, da kann ich schon gut replizieren drauf, was ich gesagt habe, ist, dass das nicht mehr christlich-sozial ist. Man merkt ja die Radikalität sozusagen, wenn es darum geht, dass man in der Vermögensbesteuerung die Superreichsten, die sich immer richten haben können in diesem Land, ein bisschen einen Beitrag leistet, damit man wieder. Es braucht ja Geld.
Nehammer, müssen Sie. Wir müssen im Gesundheitssystem all Ihre Fehler ausbessern. Wir haben all Ihre Fehler. Na, schauen wir uns das an, 2017, wie sich die Zahl der Privatärzte entwickelt hat und die Kassenärzte. Mhm. Sie haben Gipfel gemacht. Sie können noch ein paar Gipfel machen. Es ist eh alles ganz schön. Ich schaue, dass es wieder mehr Ärztinnen und Ärzte auf Kasse gibt. 2/3 der Frauenärzte in diesem Land sind Privatärzte. Die steigern in den letzten Jahren. Man muss ein bisschen entzaubern hier, was diese Radikalität anbelangt und was die Unterstellungen sind. Soll sich bei der Sozialhilfe etwas ändern? Ja, natürlich muss sich was ändern. Sie haben ein ganz anderes Zugang. Ich mag, dass die Leute überhaupt nicht in der Mindestsicherung sind. Deswegen orientiere ich darauf, dass die Erwerbsfähigen auch in die Arbeit kommen. Mit Beschäftigungsprogrammen. Bei der ÖVP lese ich, es soll gespart werden beim AMS. Ich mag es ausbauen, damit die Menschen Arbeit haben. Weil ich weiß, dass 50.000 arbeitslosen Menschen auch volkswirtschaftlich 1,5 Milliarden Euro kosten. Ich investiere lieber in Beschäftigungsprojekte. Die Programme kann man nachlesen bei uns. Das sind zum ersten Mal konkrete Programme in diesem Programm formuliert, die wirklich schauen, dass man Menschen in Beschäftigung bringt. Das ist mir wichtig und die Kinder komplett herauszulösen. Egal, ob wir vom Bodensee reden, bis ins Burgenland, bis ins Waldviertel, wollen wir, dass man Kinder sozusagen jede Chance gibt in diesem Land. Das ist ganz ein anderes System. Das andere ist 60er, 70er Jahre Systematik, Sozialhilfe und alles sozusagen auf die Armen ein bisschen hinhauen, Arbeitslosengeld degressiv machen. Super. So wie andere europäische Staaten, sehr erfolgreich. Aber die Menschen mehr in Arbeit bringen. Und jetzt sage ich eine Zahl dazu, wie erfolgreich soll das sein in Österreich? Sie aber das ist ja die Zahl. Etwas, was Sie 350.000 Menschen sind. Wie viele offene Stellen, Herr Babler? Ja, 110.000. Na, aber das wäre mal gut, die Menschen dorthin in die Arbeit zu bringen. Sehr schön. Und jetzt nehme ich Ihr Argument. Das wollen jetzt Sie also kürzen, beide, jetzt oder? Sie da kann man einen Punkt machen. Wir sind leider am Ende der Zeit angekommen, Herr Babler. Jetzt kürzen Sie das Arbeitslosengeld. Und dann glauben Sie, dass mit der Kürzung des Arbeitslosengeldes 200.000 offene Stellen Sie wollen Stellen mehr Menschen in Beschäftigung bringen? Ich würde sagen, das Einzige. Es tut mir wahnsinnig leid, aber wir sind am Ende der Zeit. Sie sind einfach entwaffnet. Herr Nehammer, ich darf mich bei Ihnen bedanken. Dann stärker abschwächen, ich darf mich bei Ihnen bedanken. Motivation in den Arbeitsmarkt. Sie wollen beide mehr Menschen in Beschäftigung bringen. So, es ist leider so, dass die Zeit vorbei ist. Herr Babler, Herr Nehammer, ich danke Ihnen für diese sehr lebhafte Diskussion. Bei Ihnen zu Hause darf ich mich fürs Zusehen bedanken. Und wenn Sie einen Teil des Duells vielleicht verpasst haben, dann können Sie die ganze Sendung jederzeit auf on.orf.at nachsehen. Und jetzt geht's hier direkt weiter mit dem nächsten Duell bei meiner Kollegin Susanne Schnabel. Bei mir treffen gleich Neo-Chefin Beate Meindl-Reisinger und Grünen-Chef Werner Kogler aufeinander. Beide wollen ja regieren, mitregieren. Was sie dabei anders oder besser machen würden, angefangen von Integration bis zum Thema Wohnen, das frage ich Sie gleich nach einer kurzen Pause. Ich freue mich auf Sie.